Der Europawahlkampf, er ist in vollem Gange. Im Netz verfangen besonders Themen von rechts. Das belegt eine aktuelle Auswertung, die NDR und WDR vorlegt. Die Schlagworte der Populisten oft: Islamisierung, Überfremdung, Einwanderung. Das verfängt, beobachtet die österreichische Publizistin Ingrid Brodning. Sie arbeiten sehr stark über Wut und wir sehen, dass Wut auf sozialen Medien belohnt wird. Zum Beispiel ist es so auf vielen Plattformen, wenn ich Wut auslöse, werde ich sehr viel aufmerksam, viel Likes, viel Klicks bekommen. Zum Beispiel eine kleine Meldung der Bild. Mohammed, beliebtester Erstname in Berlin. Die AfD erstellt eine provokative Fotomontage dazu und die Empörung nimmt ihren Lauf. Erst in den sozialen Medien, bis in die Tageszeitungen und sogar ins Ausland. Das hat Folgen. Eine aktuelle Datenanalyse von fast 10 Millionen Beiträgen in sozialen Medien zeigt, allein zwischen Dezember und März hatte fast die Hälfte der politischen Beiträge einen AfD-Bezug. Und das, obwohl nur jeder zehnte Nutzer AfD-Sympathisant ist. Jemand setzt eine Provokation und dann reagieren andere darauf und dann reagieren andere auf die Reaktion und dann empört man sich über die Empörung der jeweils anderen Seite. Es ist also eine kleine Gruppe, die am Ende die Themen für viele setzt und so den politischen Diskurs mitbestimmen kann.